Es ist Donnerstag, der 20. Juni 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute beschäftigen wir uns mit vier verschiedenen Themen. Als erstes werde ich gleich live interviewen Herrn Martin Summers von BCFM Radio und er ist außerdem Labour-Aktivist aus Großbritannien. Es geht um Bilderberg und es geht um Richter, Aussagen von Richter Imposimato unter anderem. Danach werde ich interviewen Professor Dr. Klaus Buchner, Außenpolitiker der Ökologisch-Demokratischen Partei und dort ehemaliger Bundesvorsitzender. Dort geht es um Ausführungsbestimmungen zur sogenannten Solidaritätsklausel, Artikel 222 AEU-Vertrag, die zurzeit noch im Entwurf befindlich sind. Danach werden wir sprechen mit Freeman von Alles Schall und Rauch, der einiges zu Bilderberg herausgefunden hat und auch in der Schweiz gibt es dort inzwischen eine größere Debatte, welche Auswirkungen Bilderberg dort hat. Und zum Schluss kommt ein Interview, welches ich beim Bilderberg Fringe Festival gemacht habe mit Matthew Faithfull, einem Politiker von der EU-kritischen Partei UKIP. Kommen wir nun zu unserem ersten Interviewgast. Guten Abend, Herr Summers. Good evening, Mr. Summers. Hello there. Mr. Summers, you have been at the Bilderberg Fringe Festival at June the 8th of 2013 at London Watford, and you have held a speech regarding Bilderberg. In your speech, you have mentioned a statement by what to do with Bilderberg. That's correct. Can you hear me properly? Yes. I made a speech drawing attention to the honorary head of the Italian Supreme Court, Fernando Imposimato, who has just written a book about gladio activity in Italy in the 1970s and 1980s. Es geht um dort um Ferdinando Imposimato, ehemaligen Vorsitzenden von Italiens oberstem Gericht. Und dort geht es um Gladio-Aktivitäten zwischen 1970 und 1980 in Italien. Und ich hatte Herrn Summers eben eingeführt in die Sendung vorgestellt, dass er eine Rede gehalten hat auf dem Bilderberg Fringe Festival am 8. Juni 2013, London Watford, zu Bilderberg. Und in der Rede ging es außer um Bilderberg auch um den italienischen Richter Ferdinando Imposimato. Der Name des Buches ist La Repubblica delle Stragi Impunite. Where is the connection between Bilderberg and the statements by Mr. Ferdinando Imposimato in his book? Imposimato has given interviews to the press in Italy, where he draws attention to the unpunished massacres in Italy, and as in the book title, and he says that he has documents in his possession linking the Bilderberg group to these massacres. Herr Imposimato sagt, dass er Beweismittel habe, welche die Bilderberg-Gruppe mit Massakern, die sich in Italien ereignet haben, welche Verbindungen aufzeige. Which ones do you refer to? Auf welche Ereignisse beziehen Sie sich? These are interviews that he's given in to Italian newspapers. But of course, the main point of his book is to point out that terrorist actions like the bombing of Bologna railway station in 1980, the kidnap of Aldo Moro, the Prime Minister in 1979, these were orchestrated by groups within the Italian state operating with NATO security forces and linked to Bilderberg.
Es geht um Interviews, die Herr Imposimato gegeben hat gegenüber italienischen Zeitungen. Es geht um Ereignisse wie das Attentat in Bologna, wie ein Attentat auf einen italienischen Bahnhof, wie die Entführung des ehemaligen damaligen italienischen Regierungschefs Aldo Moro. Das letztere war 1979. Und es wurde jemals verübt von Gruppen innerhalb Italiens. Aber Imposimato sieht eine Verbindung von diesen Dingen in Richtung Bilderberg. You may have heard of the Propaganda Duro Group, the P2 Group, which is a Masonic cell at the heart of the Italian state, many of which were visitors at Bilderberg over many years. Ich muss noch ergänzen, die Verbindung zwischen diesen italienischen Gruppen ist zu Gladio und wiederum eine weitere Verbindung zu Bilderberg. Herr Sommers erwähnt die Loge P2, die bekannte Mitglieder habe, die wiederum auch Besucher von Bilderberg gewesen seien. Do you know any names of members of the P2 group and concrete members who have been at this P2 group and also been at Bilderberg? Well, there's Licio Gelli, Andreotti, who was the Prime Minister of Italy, was put on trial by the police in Italy, even though he was the former Prime Minister, in association with the assassination of Pecorelli, who was a journalist who exposed the links between P2 and Gladio. So this is the Italians will be very familiar with this story. The bekanntes Mitglied von dieser P2-Loge ist Licio Gelli, und der ehemalige italienische Regierungschef Andreotti ist zumindest vor Gericht gestellt worden wegen des Verdachts, dass er etwas zu tun haben könnte mit der Ermordung des Journalisten Pecorelli, der wiederum Verbindungen aufgezeigt hat bezüglich P2. Has this journalist Pecorelli shown links between P2 and politicians, or also between P2 and Bilderberg guests? Well, we shouldn't see Bilderberg as a single institution. It is embedded in various other institutions, like the Council on Foreign Relations, and so on, and P2 itself. So Bilderberg is not the source of all of this terrorism. It's simply a piece of the jigsaw of NATO intelligence service orchestrated terrorism. Man kann Bilderberg jetzt nicht für sich sehen als die Quelle von diesem ganzen Ding. Bilderberg ist mit vielen anderen Organisationen verbunden, und also über Personen verbunden. Man kann jetzt nicht sagen, dass Bilderberg hinter all diesen Dingen steht, und Bilderberg ist auch verbunden mit NATO-Strukturen. The real significance of this is that Imposimato is a senior lawyer. He was the senior magistrate investigating the Aldo Moro kidnap and also the assassination attempt on Pope John Paul. So he's a senior guy with police. His information comes from the police force. Imposimato hat Untersuchungen geleitet, sowohl zu der Entführung von Aldo Moro, als auch leitete er die Untersuchung zu dem Attentat, was es auf Papst Johannes Paul gegeben hatte. Und die Bedeutung ist hier beim Fall Aldo Moro, dass er selber damals die Ermittlung geleitet hat. This is why I drew attention to Imposimato's book at the Bilderberg Fringe Conference, because Imposimato is not a journalist, he's a senior judge, and his information is based upon police investigations. Herr Imposimato ist kein Journalist, sondern er ist ein
hochrangiger Jurist und seine Informationen dürften basieren auf Untersuchungen der Polizei. The significance of this is that we have documentary evidence collected by police forces that NATO intelligence services are engaged and have been engaged in terrorism, including the Bologna bomb, for example, which killed nearly 90 people in 1980. 90 people? Well, 80-something people, 86 people, I think, died in Bologna. Okay, in 1980, das ist von der Polizei auch in Italien festgestellt worden, waren NATO-Strukturen darin verwickelt, von der ganzen Gladio, NATO-Geheimdienst Gladio. In den Anschlag auf in Bologna, wo ungefähr 86 Menschen gestorben sind. The fact is that although police investigations have been carried out into these terrorist actions, nobody has ever been successfully prosecuted. And of course, the suspicion is that NATO intelligence services are still engaged in terrorism, probably using Islamist groups, and that they have not been punished or held to any kind of account. Und die Frage stellt sich, ob NATO-Geheimdienst den Terrorismus eher stärkt, eher fördert, und stellt sich auch die Frage, ob da möglicherweise heute Verbindungen zu islamistischen Gruppen sind. I mean, some people say that anybody who says that there are problems with NATO intelligence services, they are conspiracy theorists. But in actual fact, this is all based upon genuine investigations by police officers. I think it's indisputable that NATO intelligence services have engaged in terrorism. And there's a very good book by Swiss academic Daniel Ganser, NATO's Secret Armies, which covers this this topic. Es ist keine, manche meinen, es wäre Verschwörungstheorie, dass NATO-Geheimdienststrukturen verwickelt seien in Terrorismus. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch von dem Schweizer Historiker Daniele Ganser, NATOs, die Geheimarmeen der NATO, NATO's Secret Armies. I could add that there's a resolution of the European Parliament condemning these actions and demanding explanations from NATO. Yes, and there were similar resolutions in the Swiss Parliament, the Belgian Parliament and the Italian Parliament. Ich habe ergänzt, es gibt eine Resolution vom Europaparlament, die damals diese Handlung verurteilt haben, verurteilt hat, bezüglich Missbrauch von NATO-Geheimdienst. Das haben wir es ergänzt. Ähnliche Resolutionen hat es in belgischen, im schweizerischen, im italienischen Parlament gegeben. Because of this history, we are very suspicious when intelligence services tell us that Islamist groups are threatening to bomb and kill. We know there are dangerous people out there. We suspect that NATO intelligence services are still playing games of this kind. Wenn heute man uns Angst macht vor mögliche islamistischen Terroristen, die etwas anrichten könnten, und wir wissen, dass das radikale Menschen sind, müssen wir auch betrachten, dass es möglich sein, dass möglicherweise NATO-Geheimdienst weiterhin solche Spiele spielt und die vielleicht benutzt. In the context of Germany, there is a book by Peter Gallen, who is now dead, but he's an academic from North London University. It's called The Global Gamble, America's Faustian Bid for World Dominance. Perhaps if you translate that, I'll explain what's in the book. Okay. Hinsichtlich der deutschen Verbindung bezüglich mit Gladio gibt es ein Buch von Peter Gowan, Peter und dann G-O-W-A-N,
the global, can you repeat the name, sorry? Peter Gowan. The book is called The Global Gamble. Yes. Okay. America's Faustian Bid for World Dominance. America's? Faustian Bid, Goethe, Faust. Ah, Faustian. Yeah, Bid for World Dominance. Ah, okay. Okay, the author is Peter Gowan, The Global Gamble, America's Faustian Bid for Global Governance. Global Dominance, also das globale Glücksspiel, Amerikas faustische Angebot für globale Vorherrschaft. In that book, Peter Gowan suggests that the senior financier Herrhausen was in the early 90s was dealing with Gorbachev on behalf of Chancellor Kohl, so he was going backwards and forwards between Gorbachev and Kohl. Geht es in seinem Buch unter anderem um Alfred Herrhausen, der vermittelt hat bei Gesprächen zwischen dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und Michael Gorbatschow. The deal they were going to do did not include Anglo-American interests. It was a German-Russian deal for German capital to go into the Soviet bloc, but for not for a big free market opening. Yeah, it would have been a gradual process of reforming the communist economies with German capital. Es war ein Vorschlag, mit deutschem Kapital die kommunistischen Volkswirtschaften zu reformieren mit Hilfe deutschen Kapitals. Es war aber mit den Engländern und Amerikanern nicht abgesprochen. This was not very welcome to London and Washington, and of course Herrhausen is then kidnapped and assassinated by the Red Army faction in a similar way to the way that Morrow was kidnapped and assassinated by the Red Brigades in Italy. Yeah. So these left-wing groups are being used by NATO intelligence services to steer politics in Italy and in Germany. That's the supposition of Mr. Gowan. Yes, that's his supposition, yeah. Okay. Der Historiker Peter Gowan, der das eben erwähnte Buch geschrieben hat, Global Gamble, American Faustian Bid for Global Dominance, hat den Verdacht geäußert, dass die dass das Attentat auf Alfred Herrhausen durch die Rote Armee Fraktion beeinflusst sein könnte durch auch NATO-Strukturen, und die Vermutung geäußert, dass es daran liegen könnte, dass dieser deutsch-russische Deal, also die kommunistischen Staaten mit deutschem Kapital zu reformieren, ohne Absprache mit den Engländern und mit den Amerikanern, dort eben auf alles andere als Gegenliebe gestoßen ist. This is much clearer in the case of Morrow. Morrow was kidnapped supposedly by the Red Brigades, but in Posimato's contention is that the Red Brigades themselves were being manipulated by intelligence services, by NATO intelligence services. Um nochmal zurückzukommen zu dem, was Richter Ferdinando Imposimato gesagt hat, der italienische Regierungschef Aldo Moro wurde von den Roten Brigaden, also einer linksextremen Gruppierung damals in Italien, entführt. Aber es gibt Vermutungen, dass diese wiederum unterwandert gewesen sein könnten, um das zu tun, beeinflusst gewesen sein könnten. I quote here from Imposimato. The role of the Italian political class was one of absolute subordination to this foreign hegemony. In Italy, the orders that came in from abroad were obeyed.
Herr Sommers hat Imposimato zitiert, dass die italienische Regierung damals gehorsam gewesen sei gegenüber den Anweisungen von außerhalb. The orders of whom does he mean? Of the USA, of NATO? He means of the Anglo-American power, essentially. London and Washington. Also Anweisungen, die aus London oder Washington gekommen sind, die hat Imposimato damit gemeint, dass denen die italienische Regierung gefolgt ist. Now, these are only allegations, of course, but they're very serious allegations because of the source. Imposimato is a senior judge and he's basing these allegations upon police investigations. Das sind bisher bezüglich Aldo Moro, also der ehemalige Richter Ferdinando Imposimato hat nicht ausschließlich etwas gesagt dazu, Verbindung Bilderberg, mögliche Verbindung Bilderberg zu Gladio, sondern er hat sich eben auch geäußert zum Fall Aldo Moro. Die Verdachtsmomente muss man ernst nehmen angesichts der Person Ferdinando Imposimato. Das dürfte auf Untersuchung beruhen. Other Gladio actions inside Germany probably include the bombing of the Dortmund Beer Hall, the Dortmund Beer Hall massacre in the early 1980s, which has been allocated to Gladio also. So it's not just in Italy that these atrocities have happened; they've happened also in Germany. When do you mean it? There was a bombing in Dortmund in the 1980s, which many people believe to be a Gladio atrocity. Es gab in Deutschland in den 80er Jahren einen Anschlag, wo viele Leute glauben, dass es mit Gladio zu tun habe. I don't know how well informed your audience are, but if they want to research this, they simply need to do a search on Gladio. Gladio was the code name for these operations by Western intelligence services to control the politics of Western Europe through terror. Gladio war der Codename für die Beeinflussung der Öffentlichkeit in den westlichen Staaten durch Terrorismus. I would like to ask something more about Alfred Herrhausen. You say that according to Mr. Gehlen, there has been the idea of transforming, if I understand it correctly, the form of the at that time communist Eastern Bloc states into a market economy. Yeah. With German capital, and if I got it correctly, without a shock to COP, but slowly enough so that they can adapt to market economy. Correct. Absolutely correct. In my view, a very sensible policy, but not something that London and Washington, or London and New York, if you like, were willing to contemplate. It's very, very interesting, because Mr. Herrhausen has been, according to the pieces of information published on the website publicintelligence.net, he has been, at least since 1981, in the steering committee of Bilderberg. Yes, so in other words, Bilderberg is where these decisions are thrashed out, but it's not the source. It's not the source of the terror. Can you see how these elite groups have lots of connections with each other, but of course ultimately they're all gangsters. Okay. Also die Bilderberger haben, also ich habe angesprochen, dass Herrhausen in dem Leitungskomitee von Bilderberg gewesen ist, und vorher hatte ich angesprochen, dass Herr Herrhausen, ob ich ihn richtig verstanden habe, Herrn Sommers,
die Vorstellung gehabt hat, damals mit deutschem Kapital die ehemaligen Ostblockstaaten schonend genug, also nicht per Schocktherapie, zur Marktwirtschaft zu bringen, sodass sie sich an die Marktwirtschaft anpassen könnten. Und das scheint eben in London und in Washington damals nicht auf so viel Begeisterung gestoßen zu sein. Dann habe ich angesprochen, Herrhausen, dass er 1981 auf der Bilderberg-Konferenz geführt wird, in der Liste bei publicintelligence.net als ein Mitglied des Steuerungskomitees von Bilderberg. Und dazu hat Herr Summers ergänzt, dass Bilderberg eben sehr viele Vernetzungen, Verbindungen hat, aber man darf auch nicht missverstehen, dass Bilderberg jetzt die Quelle des ganzen Terrors sei. Bilderberg hat ganz viele Verbindungen in verschiedene Richtungen. If I look at the Bilderberg agenda and at the guest list, the first time I find Alfred Herrhausen on their guest list is 1978, and at that time they have spoken about the future role of the International Monetary Fund. That's correct. John Smith, who used to be the leader of the Labour Party, he went to Bilderberg one year, and he started talking about reforming the IMF and the World Bank, and then he died, and that was the end of his intervention. Can you repeat, when did he die? Which year? It was in the early 90s, I can't remember exactly now. But Bilderberg, I see Bilderberg as a place where the financial people buy the politicians. The politicians are like horses, the financial people do all the buying and selling. Okay. Ich habe erwähnt, dass das erste Mal, wo Alfred Herrhausen auftaucht bei einer Bilderberg-Konferenz, nach den Listen, die über publicintelligence.net veröffentlicht sind, 1978 war, dass man damals diskutiert hat über die aus damaliger Sicht zukünftige Rolle des Internationalen Währungsfonds. Und Herr Summers hat das Beispiel von John Smith gebracht, einem Labour-Politiker, der in den 1990er Jahren bei Bilderberg gewesen ist und möglicherweise auch versucht hat, Bilderberg positiv zu beeinflussen, aber damit wohl keinen Erfolg gehabt hat. Und er sieht, Herr Summers sieht Bilderberg als einen Ort, wo die Möglichkeit besteht, Politiker zu kaufen oder wo sie gekauft werden, so wie man auf Pferde setzt. Interestingly, Mr. Herrhausen, I've looked it up, he has died at 1989. And in 1988 he has held a speech at a Bilderberg conference. And the magazine Der Spiegel reported on it, and he also wanted to take this position at towards the IMF and towards the World Bank, and it seems that his idea was a partly debt relief for developing countries and also for at least some of the Eastern Bloc countries, and to give them new loans with other kind of conditionality, with conditions how the money is to be used. Yes, so in other words, those who speak reform end up dead. Can you repeat? Those who speak reform? Those who speak of reform end up dead. Yeah, you understand what is happening here. So that there are those in power who have a wider vision, but they are removed by those with narrower vision. Okay. Ich habe erwähnt, dass Alfred Herrhausen auf der Bilderberg-Konferenz 1988 war. Dort hat er eine Rede gehalten. Es ging ihm um teilweise einen Schuldenerlass für Länder der Dritten Welt und zumindest für einen Teil der Ostblockstaaten, dass man ihnen wieder neue Kredite geben will. Und da die Bedingungen aber eher an die Verwendung der Kredite knüpfen will, wie das Geld zu verwenden ist. Und das, was er damals bei der Bilderberg-Konferenz 1988 gesagt hat, worüber dann der Spiegel berichtet hat, das soll er auch gegenüber IWF und Weltbank 1988 vertreten haben. 1989 ist der
getötet worden. Und Herr Sommer sagt dazu, es gibt Leute, die mächtig sind und die Dinge positiv verändern wollen, aber dann zumindest manche von ihnen letztendlich tödlich. The interesting thing is, in 1978, they have talked about the IMF, and then in the end of the 1980s, again, and I asked myself what Mr. Herrhausen has said in 1978, if he at that time maybe was someone very else. Well, one of the problems with all of these structures is there's no transparency. We don't know what's discussed behind these doors. Decisions are made without ordinary people to understand what's happening. What ordinary people need to realise is that we are being manipulated by the media and through acts of terror. Ja, ich habe gesagt, interessanterweise 1978 hatten Sie ja da schon mal über den IWF gesprochen bei Bilderberg. Ich frage mich, ob Herr Herrhausen damals, 1978, noch ein ganz anderer Mensch war als 1988. Ja, und das Problem ist, man weiß nicht, was dort hinter verschlossenen Türen bei Bilderberg geschieht und welchen Einfluss sie haben auf Medien, welchen Einfluss sie möglicherweise direkt sogar auf Terror haben. What is your idea how to change Bilderberg or to abolish Bilderberg? Well, I mean, we don't have to be hung up on Bilderberg. What we need to do is have a rule of law. We shouldn't tolerate terrorism, especially if it's coming from the state. You in Germany should understand that above all. Can you repeat the last sentence? Sorry. We shouldn't tolerate terrorism, especially if it's rooted in the state. And Germans should understand that above all. Germans should understand why we cannot tolerate terrorism originating in the state. Okay, man sollte, ja, ich habe gefragt, wie sollen wir mit Bilderberg umgehen und, wie soll Bilderberg abgeschafft werden? Und das Wichtige ist, man sollte es nicht zu sehr an Bilderberg festmachen. Wichtige ist, dass man die Rechtsstaatlichkeit durchsetzt. Und wichtig ist Herrn Sommers vor allem, dass vor allem der Staat keine Verbrechen begehen darf und dass vor allem kein Terror geduldet werden darf. I think ultimately we need to have the civilian police force to investigate all of these things, and if people are terrorists, then they must go to prison. That's all. Und das Wichtigste ist, es muss einfach, die Polizei muss das einfach, all diese Dinge, alles, was mit Terrorismusverdacht ist, egal gegen wen sich da ein Verdacht richtet, untersuchen, und die Leute, die dahinter stecken, die müssen ins Gefängnis gehen, das ist es. Und you mean including these pieces of evidence which Mr. Imposimato has said, which could mean a link to Bilderberg. If this needs to be found out, if it's true, or if it turns out to be true, or if it turns, if these pieces of evidence do not prove a link to Bilderberg. Well, I mean, this is why we have courts and police. If there is evidence, let's see it. Ja, dafür gibt es die Polizei, um das herauszufinden, ob diese Beweismittel, die Herr Imposimato erwähnt, nun beweisen, dass da eine Verbindung zu Bilderberg besteht oder nicht. And in general, people need to be alert to the danger of state terrorism. It's very real. Und die Leute
müssen wachsam sein, alarmiert sein bezüglich Gefahr von Staatsterrorismus. Ist es sehr real? So, bezieht sich jetzt auf Gladio. Okay. Ich erwähne noch einmal das Menschen Again the Book of Mr. Imposimato. If I have understood you correctly, it is already being translated into English. Yeah, it's not published yet. Somebody is translating it, but it's not been published. It's been published in Italian, and people can find information about it on the web, but an English translation is being made at the moment. Okay, das Buch von Herrn Ferdinando Imposimato ist La Repubblica delle Stragi Impunite. Many thanks for the interview. Thank you very much for having me. Thank you. Bye now.